Appenzeller Käse. Bekannt für die geheime Kräutersulz, seine schweigsamen Sennen und eine Holzbank. Als Dank für Ihre Unterstützung lädt Appenzeller Käse seine Facebook-Fans ein, auf einer eben solchen Holzbank Platz zu nehmen. Die Idee? Für jeden Teilnehmer wird ein persönlicher Sitzplatz mit Namensschild gebaut und die Bank um 33,33 cm verlängert. Das Ziel, der Weltrekord. Was mit einem Facebook-Post beginnt, nimmt rasch Form an. Innerhalb weniger Tage werden auf dem Kronberg im Appenzellerland Sitzplätze für 660 Meter reserviert. Der bisherige Weltrekord ist damit bereits geknackt. Zumindest virtuell. Für die Handwerker heißt es jetzt schleppen und hämmern im Akkord. Nach 10 Tagen schlagen sie bei der längsten Bank der Welt den historischen Nagel ein. Der Rekord ist geschafft. Die gebauten Sitzplätze werden laufend fotografiert und in einer Facebook-Galerie von Appenzeller Käse veröffentlicht. Zur Freude der Teilnehmer. Sie liken, kommentieren, markieren sich auf den Fotos, besuchen ihren Sitzplatz auf dem Kronberg, posten eigene Bilder und tragen dazu bei, dass die längste Bank der Welt immer mehr Menschen erreicht. Mehr als 5000 Personen wollen auf der Rekordbank einen Sitzplatz ergattern. Da auf dem Kronberg nur begrenzt Platz ist, werden die verbleibenden Sitzplätze verlost. In weniger als einem Monat wächst die Bank auf die Maximallänge von 1 Kilometer, 13 Meter und 32 Zentimeter an und wird mit einem Notar und vielen Gästen offiziell eingeweiht. Doch Appenzeller Käse freut sich nicht nur über den Weltrekord und die zahlreiche Berichterstattung. Seine Fan-Community ist innerhalb von 4 Wochen von 4000 Fans auf über 10.000 angewachsen. Mehr als 30.000 Personen haben mit der Seite interagiert und dafür gesorgt, dass allein via Facebook über 500.000 Menschen aus 66 Ländern auf Appenzeller Käse aufmerksam geworden sind. So ist es gelungen, mit einer 1 Kilometer langen Bank die ganze Welt zu umspannen.